Hi, wir sind das Team der Wohnzimmerandacht. Und weil die Nachrichten immer nur voll mit schlechten Neuigkeiten sind, ist es uns in jeder Andacht wichtig, dass wir gemeinsam mit euch unsere Wahrnehmung für all das Gute schärfen. Deswegen gibt es bei uns auch jedes Mal die Good News. In der Andacht vom 25. April haben viele Menschen ihre guten Nachrichten mit uns geteilt. Und jetzt seid ihr dran. Gab es vielleicht einen Moment, in dem euch Gott ganz besonders nah war? Habt ihr erlebt, wie Nächstenliebe ganz praktisch aussehen kann? Gibt es einen Bibelvers, der euch immer wieder neue Kraft gibt? Habt ihr eine gute Idee, mit der man anderen in stürmischen Zeiten ein Leuchtturm sein kann? Oder ist euch eine schöne Überraschung widerfahren? Dann schickt uns eine kleine Videobotschaft, zum Beispiel über wetransfer.com an nakpitzergleipzig@gmail.com. Einsendeschluss ist der 14. Mai. Und denkt dran, kein Erlebnis ist zu klein, um nicht geteilt zu werden. Wir freuen uns auf euch.